Nicole, das ist Peter. Hallo. Und du erinnerst dich doch noch an François? Natürlich. Guten Tag. Bonjour. Nicole führt eine große Kunstgalerie in Paris. Was sagten Sie, wo Sie herkommen? Paris? Na, so ein Zufall. Das ist ja prima. Ich gehe mal in den Stadt, bevor ich den Mut verliere. Ich bin der große pinkfarbene Schneeball, der den Berg runterkullert. Willst du deinen Ski nicht mitnehmen? Oh, klar. Naja, den nehme ich. Nein, geht schon. Das ist schon in Ordnung. Ich gehe sowieso in die Richtung. Sie scheinen etwas nervös zu sein. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie auf einem Ski den Berg runterfahren müssten? Nervös. Okay. Noch hat's keiner geschafft. Das ist ein gewisser Trost. Nein, nein, was ich sagen wollte ist, Sie brauchen nur ins Ziel zu kommen. Vergessen Sie die Geschwindigkeit. Kommen Sie bloß durch, dann haben Sie es gewonnen. Wer will denn gewinnen? Ich will's einfach hinter mich bringen. Genau das wollte ich damit sagen. Ich schaff das niemals. Doch, bestimmt. Ganz sicher, fahren Sie nur ganz langsam. Langsam? Ja, so langsam, wie Sie wollen. Wenn Sie hinfallen, werden Sie disqualifiziert. Nicht vergessen. Langsam. Vous êtes prête au départ? Attention. 3, 2, 1, partez! Mais, mademoiselle, allez-y. Los! Wir machen das gut. Immer weiter so. So ist gut. Vielleicht geht's doch eine Spur schneller. Nein, nein, das ist schnell genug. Ui. Hey, was war das? Danke. Fantastisch. Fantastisch? Ja. Nur ein bisschen langsam vielleicht. Ja, vielleicht ein klein wenig, ja. Ich sollte an meiner Zeit arbeiten. Danke. Wie wär's mit ein paar Fotos? Oh, das wäre großartig für meine Freundin zu Hause. Das glaubt die nie. Na gut. Okay? Peter! Peter, was soll denn der Quatsch, dass du davon Fotos machst, wo gerade ein echtes Rennen stattfindet? Wer sagt denn, dass das kein echtes Rennen war? Ja, wer hat das gesagt? Abgesehen davon habe ich gewonnen. Also würde es Ihnen was ausmachen, Ihren Hintern hier wegzubewegen, damit er mich fotografieren kann? Entschuldigung. Ist schon in Ordnung. Vielleicht sollten Sie hier lieber nachgehen. Das glaube ich nicht.
hör zu. Warum steigen wir nicht zusammen auf und sehen uns heute Nachmittag die restlichen Rennen an? Einverstanden? Das sind die Endläufe. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich mich in die Masse stürzen möchte. Wer sagt denn was davon, dass wir uns in die Massen stürzen? Wenn ich sagte aufsteigen, dann meinte ich nach oben. Für einen Ballon steht bei etwas unter 16.000 Metern. Den brechen wir einfach. Machst du Witze? Dazu braucht man Sauerstoffflaschen. Aber wir haben keine Sauerstoffflaschen. Ach, da pfeife ich drauf. Ich will irgendwas erreichen. Ich will Risiken eingehen. Ich will Sachen machen, die ich noch nie gemacht habe. Zum Beispiel? Tja, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht sehr viel riskiert. Waren Sie schon mal in der Schweiz? Nein. Los, fliegen wir in die Schweiz. Wie weit ist das? Ungefähr 10 Kilometer. Wir müssten nur über diesen Berg. Ach, wir müssen es einfach versuchen. Na gut. Ich dachte, ich sterbe, besonders als wir so hoch stiegen. Es war, ich habe noch nie so was Gefährliches gemacht. Verstehst du? Ich fühle mich so... Lebendig? Lebendig? Ja. Ja. Ich weiß, wie du dich fühlst. Nein, tust du nicht. Danke für diesen Tag. Gern geschehen. Es war ein unvergesslicher Abend. Na, das ist gut. Ich würde dich hereinbitten, aber Nicole. Oh, das ist okay. Das ist okay. Tja, also Susan, bei meinem Job bin ich andauernd auf Achse. Ich bleibe, wenn es hochkommt, ein paar Tage hier. Nächste Woche heißt es dann Afrika und dann, glaube ich, Australien, wenn ich das richtig sehe. Warum erzählst du mir das? Tja, ich wollte nur, dass... Du weißt, dass ich viel unterwegs bin. Ich habe nicht viel Zeit für Beziehungen. Oh, naja, das geht mir ganz ähnlich. Ich meine, ich bin auch dauernd unterwegs. Ich weiß nie, wo ich nächste Woche bin. Na, dann weißt du ja, wie das ist. Ja. Na, großartig. Ja. Gute Nacht. Nacht. La même chose. Wie lange willst du denn noch im Dunkeln an der Tür stehen? Oh, ich habe nur gerade nachgedacht. Bist du allein? Natürlich bin ich allein. Ja, aber ich dachte, vielleicht... Du dachtest vielleicht was?
Ich weiß nicht, ich dachte, dass vielleicht du und François... Ist er nicht ein netter Kerl? Doch. Ich finde, er ist attraktiv und intelligent und er hat Humor. Ich meine, der